Willkommen in Terra. Jo. Wir versuchen uns immer noch zur untersten Ebene durchzuschlagen und ich hoffe, dass das hier der richtige Weg ist. Ja, scheint so zu sein. Deswegen, das ist halt auch immer ein bisschen bescheuert gemacht mit diesen Katakomben und Höhlen. Halt mit diesem... Was machen die da? Mit diesem komischen System mit dem Rauf und Runter da. Keine Ahnung, was die hier machen. Synchron dumm aus der Wäsche gucken, glaube ich, war das. So, Jo. Ach, Alarm. Ohne Vilo und Cordella wären wir wahrscheinlich schon alle tot und stünden unter dem Bann dieses grässlichen Zaubers, der allen den Verstand geraubt hat. Beherzigt ihren Rat. Sie mögen zwar nicht die stärksten Hexen sein, aber sie sind die klügsten. Naja. Hier läuft der Kampf auf den oberen Ebenen. Bescheiden, weil die Bobs immer respawnen. Besser als hier unten, hoffe ich. Weiß ich noch nicht, ich war noch nicht hier unten. Wir stehen bis zu den Spitzenhüten in Dämonen. Unsere Probleme scheinen für ihresgleichen etwas zu profan zu sein, aber Dämonen werden gern von jenen genutzt, die nach einem schnellen Weg zur Macht streben. Was immer sie auch vorhaben, wir müssen sie aufhalten. Jo. Ich habe mehrere Vampir-Aristokraten in den Hallen gesehen. Sie waren nicht zu dem Fest eingeladen. Und ich frage mich, ob sie bei diesem Desaster nicht ihre Finger im Spiel hatten. Die Vampire sind seit kurzem sehr gefährlich. Geht kein Risiko ein und schaltet sie aus. Jo. Unschön, Chaos ist unschön. Tief im Inneren der Katakomben, der Hexenkönigin arbeiten Chaosführer und ihre Iskaragats, was auch immer, gegen uns. Meine Schwestern müssen aufgehalten werden. Sie kennen unsere Taktik sehr gut, daher muss ich euch bitten, gegen sie zu kämpfen. Ja, gut. Was, die Suppe sieht köstlich aus. Was sind das denn hier für Quests? Hallo? Entschuldigung? Ich habe diese fantastische, wirklich fantastische Suppe aus Basilisken-Augäpfeln gekocht. Ich weiß nicht, was ihr sagen wollt, aber sie ist wirklich köstlich. Glaube ich nicht. Könntet ihr sie vielleicht rüber zu Kesslin bringen, bevor sie kalt wird? Sie wollte sie unbedingt probieren. Wenn ihr mir diesen Gefallen tut, koche ich zum Dank vielleicht auch etwas für euch. Kann ich mir das überlegen? Ich will nicht. Seid mir gegrüßt. Als das Siegel gebrochen war, begannen Dämonen in die Katakomben zu strömen. Ich weiß nicht, wer sie beschwört, aber wenn wir das Siegel nicht bald wieder anbringen, wird das wohl auch keine Rolle mehr spielen. Ja, wir hatten das abgemacht, das Siegel. So, Schattenspiele. Die Hexen haben das teuflische Labor übernommen und brauen dort Elixiere. Sie werden die Tränke verwenden, um das gesamte Schloss zu verseuchen. Bitte bringt meine Schwestern, die Vanduma-Hexen und die Schattenhelfer zur Strecke, bevor es zu spät ist. Wenn wir das nicht verhindern, ist das gesamte Reich in Gefahr. Ja, ja. Sag mir mehr. Sag mir alles. Block hier und Block da. Offenbar gehören auch die Nachkommen Loks zu unseren Feinden. Ja, gegen die bin ich ja schon die ganze Zeit am Kämpfen. Ihr habt schon gegen sie gekämpft, nicht wahr? Ja. Dunkle Kardinäle haben zwergenhafte Ovoliten ausgebildet, um ihnen zu dienen. Und sie haben die Katakomben übernommen. Ihr müsst sie aufhalten, bringt sie einfach alle um. Gut, gut. Töten, töten. So, erstmal... Wie immer, gucken. Vampir-Aristokraten. Na toll. Am Arsch der Welt.
Und die sind dann bestimmt eine Etage drunter. Kästin ist... Ach, die ist wieder da oben? Na toll. Na, die kann warten auf ihre Suppe. Ich gehe mir jetzt erstmal hier die Vampire holen. Daneben, daneben. Ja. Okay, das da mal die. Die kommen da bestimmt zu viert hier angedackelt. Oder was machen die für Perversitäten hinter den Fässern? Was auch immer mich da getroffen hat. Ich die? Natürlich nicht. Ja komm, nee, du sollst hier drüber springen, nicht deine Attacke ausführen. Wer ist da jetzt wieder respawned? So, jetzt gehen wir erstmal hier gucken, was da so guckt. Na, da kriege ich natürlich keinen Schaden drauf. Den nächsten. Na? Sollen hier nicht auch schon die Vampire sind? Ach, da sind Vampire, alles klar. So, das waren die schon mal und jetzt noch die Hexen. Damit haben wir das schon mal abgeschlossen. Hurra, hurra. So, das bitte auch mit aufsammeln. Vielen Dank. Und jetzt Vampire. Okay, da läuft die andere schon mal weg. Finde ich gut.
So, wenn sie uns jetzt nur sagen würde, wo sie hingelaufen ist. Keine Ahnung. Hat sich wohl hier ganz verdrückt, die Olle. Ach nee, da kommst du jetzt wieder angewatschelt. Das ist... Versteh doch, wer will, wo die jetzt hin ist. Zumindest hat sie keine Freunde mitgebracht. Ich sehe da unten schon eine Fünfer-Quest auf mich warten, sehr wahrscheinlich. Da müssen wir dann doch gleich mal gucken. Stopp! Ah ja, da kommen schon die letzten zwei Opfer. Ui. Oder auch nicht. Denn die zwei Opfer spawnen direkt in mir drin. Weil sie es gut finden. Aber die zwei müssen trotzdem, glaube ich, dran glauben. Denn ich will da runter. Denke ich. Hoffe ich. Vielleicht. Katakomben der Hexenkönigin. Auf jeden Fall müssen wir da runter. Jetzt muss ich aber hier gucken. Nicht, dass das... Ne, das ist keine Fünfer-Quest. Okay. Na gut, dann hauen wir die Dinger auch so um. Lasst mich mal hier raus, kurz. Irgendwie uncool, die Jungs. Aber schon mal 2 von 3 ausgeschaltet. Läuft er da wieder zu seinen Freunden und versteckt sich dahinter. Ist das ein Feigling, ey? Okay, Gott sei Dank waren das nur 3 von denen zu erledigen. Oh, was seid ihr für welche?
Hallo? Wieso ging das denn jetzt wieder nicht? Hat zumindest mal ein neues Model, was ich so jetzt noch nicht gesehen habe. Okay. Wart ihr gerade nicht erst tot? Ja, gut, ich kann jetzt hier die ganze Zeit hin und her laufen. Von 8. So, dann die nächste bitte. Ja, dann sind die hier schon wieder respawned. Bleib ruhig hier. Sieben von acht. Naja gut, ich könnte jetzt halt warten, bis der hier wieder respawnt. Weil bis ich die dann erlegt habe, dann ist der hier sowieso wieder da. Dann kann ich auch gleich auf den hier warten. Was war denn hier eigentlich? Bombe 8. Dann müssen wir... Wohin müssen wir dann? Ach, dann müssen wir, glaube ich, die andere Richtung... Beziehungsweise die andere Treppe runter bei den Questgebern da. In die andere Richtung sehr wahrscheinlich. Aber zuerst mal müssen wir wieder an diesen komischen Spinnen und diesen... komischen Bischöfen da vorbei.
Rip. Hat mich keiner gesehen. So, verehrte Damen, an euch muss ich auch vorbei. Natürlich hier auch durch. Achtung! Platz. Heiß und fettig. So, Moment. Hier kommen doch jede Menge Leute vorbei. So, die waren mal. Ah, wunderbar. Das kommt davon, wenn man mich nicht einfach hier in Ruhe lässt. Die Hexen von Vadoma werden tief in eurer Schuld stehen, wenn das alles vorbei ist. Unsere Tradition stützt sich auf kollektive Stärke. Aber nicht auf die Hilfe von Außenstehenden. Wenn sie wieder bei Verstand sind, werden wir das vermutlich noch einmal überdenken. Mhm, ja, ja. Ich möchte nur, dass wir herausfinden, wie das geschehen konnte und wer dafür verantwortlich ist, sobald wir diese verfluchte Angelegenheit abgeschlossen haben. Das Verstehen wird mit der Heilung helfen und zu wissen, wer verantwortlich ist, bietet den überlebenden Hexen jemanden, den sie töten können. Ja. Habt ihr mich gesucht? Gute Arbeit. Dann stehen diese Kessel also im Zentrum dieser Tragödie. Aber wer steckt dahinter? Ich hasse Geheimnisse. Ich auch. Fehlt euch was? Die Kultisten werden die sogenannte Föderationsgerechtigkeit nie zu spüren bekommen. Sobald wir die Eldritch Akademie zurückerobert haben, sammeln wir unsere Kraft und bringen so viel Leid über sie, dass sie sich wünschen werden, Scharkan hätte sie auseinandergerissen. Wow, so wütend werde ich sonst nie. Okay. So, dann, was können wir denn noch hier annehmen? Nichts mehr. Hier haben wir eigentlich auch alles abgeschlossen. Nur noch das da. Müssen wir eigentlich jetzt nur noch zu Tarin. Wie kommen wir da am geschicktesten hin? Wieder komplett andere Karte, oder? Nee, ist unter uns. Ach hier, okay. Hier steckt ihr und sagt nichts. Na gut. Kenne ich euch? Zugegeben, anfangs dachte ich, dass Pura Elinu ein etwas langweiliger Posten sei. Aber hallo. Das wird mich lehren, voreilige Schlüsse zu ziehen. Dämonen, wahnsinnige Hexen, wütende Spielzeugkatzen. Da gebe ich mich noch lieber tagtäglich mit wütenden Kaimanen ab. Der Altar von Vadoma ist durch Sirenas vergänglichen Wächter abgesperrt. Ihr solltet sicher gehen, dass er noch funktioniert. Schnell, geht zum Altar. Oh, aber zuerst müsst ihr in die Mitte der Katakomben der Hexenkönigin vordringen. Oh, aber davor gibt es noch ein Labyrinth. Ja, Cordella. Cordella kann helfen, sofern ihr sie findet. Mhm, na gut. Alles klar. Ja, wir suchen dann nach Cordella in der nächsten Folge. Also bis dann.